Hi ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Naturkosmetik-Tops und Flops-Video. Besser gesagt ein Aufgebraucht-Video. Heute zeige ich euch alle Produkte, die ich in den letzten Monaten aufgebraucht habe und verrate euch meine Meinung. Also es ist eine kurze Review, wo ich euch erzähle, wie ich diese Naturkosmetik-Produkte fand. Und ihr seht ja diese Videos immer ganz gerne und deswegen gibt es sie auch immer in Abständen, wenn ich hier meinen Beutel, den ich immer für euch sammle, voll habe. Und genau, wir starten auch gleich mit dem ersten Produkt. Das erste Produkt, was ich leer gemacht habe, ist von Cartier Paris. Der Reinigungsschaum fürs Gesicht mit Rose und Kornblume. Und Cartier Paris habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, mag ich wahnsinnig gerne. Die Produkte sind sehr verträglich, sie trocknen die Haut nicht aus, die Haut spannt nach der Reinigung nicht. Das ist ein ganz milder Schaum hier, der die Haut aber super, super sauber macht. Und das ist ja immer das Wichtigste bei Reinigungsprodukten, dass der ganze Schmutz vom Tag gut runtergenommen wird und das Gesicht sehr rein aussieht und die Poren sehr rein aussehen. Und das macht dieser Schaum auf jeden Fall. Ich kann euch die Marke generell sehr empfehlen. Also alles, was ich von denen bis jetzt hatte, fand ich mega gut. Die haben auch ein ganz tolles Micellenwasser, das kaufe ich mir auch regelmäßig nach und der Reinigungsschaum hier ist wirklich auch super gut. Das nächste Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist ein Duschgel und das habe ich sehr lange benutzt. Das ist von Weleda, die Feel Good Shower mit würzigem Ingwer und Zitrone. Also es riecht so nach Zitrone und Ingwer und es war eine Limited Edition im letzten Sommer schon und ich hatte zwei Packungen davon und die eine habe ich jetzt endlich aufgebraucht und ich glaube davor die andere also ist auch aufgebraucht. Ich glaube alle Packungen, die ich davon hatte, sind leer. Ich bin normalerweise nicht so der Zitronenfan. Ich mag eher immer so sehr, ja, Kokos-Vanille-Düfte. Ich mag sehr warme Düfte. Im Sommer finde ich es ganz gut. Das ist die einzige Zeit, wo ich Zitrusdüfte tatsächlich mag und diese Kombination mit dem Ingwer war einfach sehr interessant. Es war so sehr frisch. Also gerade morgens hat man sich so super refreshed gefühlt, gerade wenn es draußen 30 Grad waren, was es ja sehr häufig war diesen Sommer. Und ich benutze eigentlich fast nur Weleda Duschgels, weil ich die so sehr mild finde und weil ich gerade an meinem Körper keine Chemikalien haben möchte. Und deswegen ist es mir da besonders wichtig, Naturkosmetikprodukte zu benutzen, weil alles ja direkt auf die Haut kommt. Und ja, auch, sage ich mal, an Stellen, wo man erst recht nichts Chemisches haben möchte. Deswegen empfehle ich euch die Duschgels von Weleda generell. Dann leer gemacht eine Fußcreme und zwar die Lavera Fußcreme mit Heilerde und Biomakadamia. Das ist aus der Basis-Sensitiv-Reihe, die ich sowieso schon sehr lange benutze, also seit Jahren benutze, die ich wirklich sehr mag. Und ich glaube, das war auch mein allererstes Naturkosmetikprodukt, also die Reinigung aus der Reihe. Aber die Fußcreme mag ich auch sehr. Die zieht gut ein, aber sie ist sehr, sehr pflegend. Die hat auch das Siegel Ökotest sehr gut und ich vertraue schon immer sehr auf Ökotest und schaue auch immer mal rein. Es bestätigt mich noch mal mehr in meiner Meinung, dass ich Lavera eine sehr gute Marke finde und auch diese Fußcreme riecht gut. Sie ist super für sehr empfindliche Haut und pflegt eure Füßchen sehr gut. Nächstes Produkt, was ich aufgebraucht habe, ist die Skinfood Light Creme von Weleda. Das ist ja eine neue Produktreihe der Skinfood-Reihe. Das ist jetzt die intensive, schnell einziehende Feuchtigkeitspflege für trockene Haut, Gesicht und Körper. Ich habe sie meistens im Gesicht benutzt und fand den Geruch sehr, sehr lecker. Die pflegt sehr, sehr gut. Sie ist sehr reichhaltig. Also wenn man wirklich sehr viel Pflege braucht und alle Leute da draußen, die meine Zuschauer sind, die trockene Haut haben, die empfehle ich. Ich nehme immer gern Produkte, die für trockene Haut sind, weil ich halt es total mag, eine super glänzende Haut zu haben. Und deswegen schadet mir das nicht. Aber gerade für Leute, die trockenere Haut haben, ist die zum Beispiel gut im Sommer und im Frühling, weil sie jetzt nicht so fettig ist wie eine Wintercreme, aber dennoch sehr viel Feuchtigkeit spendet. Dazu passend habe ich auch die Skinfood Body Butter leer gemacht. Die fand ich so, so gut. Also es ist mein Lieblingsprodukt aus der Reihe. Die ist so butterig und reichhaltig und gerade für trockene Haut, jetzt auch wieder in der kühleren Jahreszeit, eine super tolle Bodylotion, die so lecker riecht. Ich finde, die erinnert mich immer an so einen leckeren Zitronenkuchen vom Geruch und ja, ich finde die einfach so gut, so top. Die Haut ist super geschmeidig und sehr lange gepflegt und ich mag sie einfach. Ich mag einfach dieses Gefühl auf der Haut, wenn man sich damit eingecremt hat, weil es sehr reichhaltig ist und pflegend. Dann habe ich ein Produkt leer gemacht, was zum Abschminken ist. Das ist von Akara, das Micellar Cleansing Gel mit Aloe Vera für sensible Haut. Und Akara ist eine Marke, die mag ich gerne, weil sie eben Glastiegel benutzt. Also das ist hier auch eine Glasflasche.
mit einem Pumpspender. Und da habe ich jetzt schon die zweite Flasche in Gebrauch, weil ich es wirklich ein so tolles Abschminkprodukt finde, weil es brennt überhaupt nicht in den Augen, was man nicht über alle Abschminkprodukte sagen kann. Es nimmt das Make-up toll runter und ja, tut einfach seinen Job, ohne dass ich das Gefühl habe, es belastet meine Haut. Ich habe jetzt nicht irgendein Brennen oder dass die Haut spannt. Ich mag es echt. Es ist echt eins meiner Top-Abschminkprodukte, was ich immer wieder kaufen würde. Es ist einfach ein Produkt, worauf man sich verlassen kann. Und ich habe daran einfach absolut nichts auszusetzen. Deswegen empfehle ich es euch auch. Ein weiteres Reinigungsprodukt, ihr seht, das ist eigentlich das, was ich am allermeisten aufbrauche. Alles andere hält wirklich sehr lange bei mir. Aber da ich Reinigungsprodukte morgens und abends benutze, ist es so, dass es natürlich relativ schnell leer geht, auch wenn ich sparsam bin. Und da habe ich das Garnier Bio Lemongrass belebendes Waschgel leer gemacht. Da habe ich auch schon zweites in Benutzung, weil ich das super gut finde. Also ich finde, es macht die Haut einfach total rein. Immer wenn ich dieses Reinigungsprodukt benutze, habe ich überhaupt keine Unreinheiten. Die sind einfach wie weggezaubert. Ich habe generell fast nie Unreinheiten, muss ich dazu sagen. Aber kommt manchmal natürlich auch Ernährung, spielt da eine große Rolle, habe ich manchmal so ein paar Mal einen Pickel oder so. Und wenn ich das benutze, treten sie einfach gar nicht auf. Ich habe einfach nie schlechte Haut, also ich habe nie Pickel oder sowas. Und ich habe das Gefühl, dass es die Haut einfach wahnsinnig gut sauber macht und ja, alle Bakterien und alles wegnimmt, sodass erst gar keine Unreinheiten entstehen können. Und da muss ich sagen, hat Garnier Bio echt einen guten Job gemacht. Ich finde das Produkt tatsächlich sehr gut. Dann habe ich ein Shampoo leer gemacht, liebe Freunde, und zwar das Moisturizing Coconut Nectar Shampoo für normales Haar. Tolles Denglisch für normales Haar von Ute Kramm. Und das ist eine Marke, die haben mir sehr viele von euch auch empfohlen, aber ich finde die Shampoos überhaupt nicht gut. Also ich weiß, ich habe auch einfach sehr, sehr trockene Haare, weil ich Naturlocken habe. Ich habe sehr dicke Haare, sehr viel Haare. Ich glaube, dass diese Shampoos bei dünnem, ja, anspruchslosem Haar gut funktionieren. Wenn ihr eh glänzende Haare habt, dann wird euch das jetzt keinen Abbruch tun. Ich kann nur sagen, und ich bin hier immer 100% ehrlich auf meinem Kanal, ich fand dieses Shampoo auf Dauer schrecklich. Meine Haare waren super strohig. Ich habe eh immer Knoten in meinen Haaren. Also ja, ich habe das Gefühl, wenn ich meine Haare 2 Stunden offen lasse, habe ich theoretisch schon wieder Knoten im Haar. Und deswegen müssen die Haare einfach wahnsinnig gut kämmbar sein. Und wenn ich das Shampoo und ich hatte auch den Conditioner benutze, ist das einfach nicht der Fall. Und es hat mir einfach gar nichts gebracht. Dementsprechend würde ich das Shampoo einfach nicht empfehlen. Das letzte Produkt, was ich leer gemacht habe, ist von I+M, das Age Plus Gesichtsöl Regeneration Face Oil mit Immortelle Argan. Arganöl, glaube ich, ist da drin. Genau, Arganöl, Vitamin E und Zedernuss ist da drin, genau. Und das ist mit mein allerliebstes Gesichtsöl. Ich habe das relativ lange aufgebaut. Ich hatte das, glaube ich, echt 3 Jahre oder so. Ich habe es nämlich sparsam eingesetzt, weil es nicht so günstig ist und weil ich es so gut fand, dass ich immer Angst hatte, dass es leer geht. Ich liebe den Geruch. Es riecht so toll. Ich kann diesen Geruch gar nicht beschreiben. Es gibt kein anderes Hautpflegeprodukt, was so riecht. Und es war einfach wahnsinnig reichhaltig und ich habe das Gefühl, dass es meine Gesichtshaut total schön gemacht hat, total gepflegt hat und mein Gesicht zum Strahlen gebracht hat, dass es irgendwie auch meine Haut rein gemacht hat. Also ich habe einfach das Gefühl gehabt, dass meine Haut wahnsinnig schön aussah zur Zeit, wenn ich dieses Öl hier benutzt habe. Ich kann es euch nur empfehlen. Da sind nur natürliche Inhaltsstoffe drin, ganz, ganz hochwertige Öle, wie ich euch ja schon gesagt habe, Aprikose, Arganöl, Avocado ist da auch drin und Zedernuss und Vitamin E. Und es ist eine super schöne Kombination, die Haut sehr glatt zu machen, sehr schön zu machen. Und ja, ich werde mir das definitiv nochmal holen, weil ich es toll finde. Es hat auch so einen coolen Pumpspender hier drin. Ich mag immer Sachen, die so Pipetten haben. Ich versuche es mal mit einer Hand zu machen. Die kann man einfach immer wahnsinnig gut auftragen. Und das waren alle Produkte, die ich in den letzten Monaten benutzt habe. Meine Meinung habe ich euch ja mitgeteilt. Das meiste fand ich super, weil ich natürlich auch nur Marken kaufe, die ich gut finde. Also es gibt einfach Marken, da weiß ich, die mag ich total. Da finde ich vieles von toll. Und natürlich greife ich dann eher zu diesen Marken, die ich lange erprobt habe, als andere Marken. Aber trotzdem probiere ich auch zwischendurch gerade für euch sehr viel aus und versuche da wirklich die besten Produkte für euch zu testen und auch zu finden, damit ich sie euch empfehlen kann. Aber
Ja, ihr seht, Naturkosmetik-Shampoos immer noch schwierig. Ich habe mittlerweile ja welche gefunden, die ich mag. Wenn euch interessiert, was ich da benutze, dann verlinke ich euch meine Haarroutine in der Infobox. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!